zwei Zuschauer sind eine 13-4. Niederlage der DG Stars gegen die Kölner Heil. Die anderen Ergebnisse, soweit sie vorliegen, Krefeld ist bei 2-2 gegen Iserlohn im Finale schießen. München besiegt Mannheim 5-3. Straubing unterliegt Nürnberg 3-6. Augsburg-Ingolstadt hat da jetzt angefangen 0-0. Und Hamburg gegen Hannover 3-1 schon heute Nachmittag. Zu meiner rechten Gästetrainer Uwe Krupp, zu meiner linken Jeff Tomlinson, dem hast du jetzt als Gäste-Statement-Trainer. Ja, guten Abend. Ich bin natürlich sehr froh über die Punkte heute Abend. Ich glaube, wir haben wieder ein aufregendes Derby gesehen zwischen Köln und Düsseldorf. Und ich bin sehr stolz auf die Art und Weise, wie die Mannschaft sich zurück ins Spiel gekämpft hat, nachdem wir uns das Leben etwas schwer gemacht haben, vielleicht am Anfang. Aber trotzdem eigentlich nie den Faden verloren haben, an uns geglaubt haben und viel Moral gezeigt haben insgesamt. Und am Ende einen Weg gefunden haben, hier zu gewinnen. Ich glaube, das letzte Derby war schon sehr eng. Da hatte Düsseldorf die Nase vorn. Heute waren wir an der Reihe. Ich glaube, dass diese Spiele so ein bisschen das Herzblut vom deutschen Eishockey sind. Und dass es sehr wichtig ist, dass Köln und Düsseldorf diese Spiele spielen. Das ist gut fürs Eishockey, das ist gut für Köln, das ist gut für Düsseldorf. Und insgesamt, ich denke, das war aus Kölner Sicht gesehen ein gelungener Weihnachtsabend hier. Danke. Vielen Dank. Jeff, dein Statement. Ja, guten Abend. Natürlich, so ein Spiel zu verlieren, tut weh. Das sitzt immer noch ganz, ganz tief, wird für wahrscheinlich hoffentlich nicht zu lange tief sitzen. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht, wie wir einen Weg gefunden haben, das Spiel zu verlieren. Wir haben ein paar katastrophale Fehler gemacht in der defensiven Zone und Köln hat es ausgenutzt. Wir haben viele Schüsse aufs Tor gehabt oder genug, um das Spiel zu gewinnen, aber wir haben es immer schwer, Tore zu schießen, besonders zu Hause. Wir haben im Moment, wir versuchen zu schön zu spielen, statt einfach die Scheibe zum Tor zu bringen und 2 gegen 1 zu schießen, statt versuchen, diesen schönen Flip-Pass zu machen. Und so kann man in dieser Liga nicht gewinnen. Ich gratuliere Uwe und Köln für die 3 Punkte, aber wir werden nächstes Mal das wieder hoffentlich ausgleichen. Und wie gesagt, wir sind ein bisschen enttäuscht mit diesem Ergebnis heute. Danke. Gibt es Fragen bei dem Trainer? Das ist nicht der Fall. Dann wir spielen weiter am Übermorgen gegen Berlin und am Freitag zu Nürnberg. Gestern gute Einfahrt. Danke.